Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Fusion Generation. Ich habe jetzt offscreen mal eben die anderen drei Türen noch gesprengt. Und wir gucken uns das jetzt mal an, würde ich sagen. Oh, wildes Pokémon. Was ist das rechts? Das sieht ja mal mega aus. Kann ich flüchten? So. Da ist, glaube ich, noch kein Kristall. Nee, da ist kein Kristall drauf. Das heißt, ich muss jetzt erst noch ein Kristall drücken. Aber woher weiß ich, welche Farbe die richtige ist? So, erstmal Regentanz. Vielleicht doch das Blaue. Keine Ahnung. Gibt es da irgendwo Hinweise? Na toll. Keine Ahnung. Okay, ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Das ist echt schwierig. Steht denn hier überhaupt was? Ah, da steht tatsächlich was drin. Okay, wir haben eine neue Spezies züchten können. Okay. Aha. Ach so, sie haben irgendwas kaputt gemacht an der DNA und jetzt wächst hier alles voll und deswegen mussten sie gehen. Okay, interessant. So. Ja, man muss alles aktivieren, um in die Quarantäne, ins Quarantänelabor zu kommen. Aha, das sind wir also davor. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte, wenn das so gesichert ist, ehrlich gesagt. Warum darf ich nicht fliehen? Was soll das? Kannst du bitte mich in Ruhe lassen? Ja, okay. Vielen Dank. Ich wollte nur in Ruhe Bücher lesen, ne? Und da musst du nicht ankommen und da unten vor allem explodieren. Ich war da ja gar nicht. So. Die ersten Versuche, Hybrid-Pokémon zu reproduzieren, waren nicht erfolgreich. Da die Eier, die daraus resultierten, nur reine Pokémon enthielten. Achso, keine Fusion. Nur zwei Hybriden können miteinander verpaart werden. Okay. Sie haben alle Nicht-Fusionen aus dem Labor entfernt. Aha. Die ganze Zeit zu den Türen wollten sie nicht kommen, aber hier springst du über die Tische, um mich anzugreifen. Sehr schön. Das ist sehr nett von ihm. Na dann. Hat leider nicht gereicht, okay. Es hat mich weggecrittet. Ich dachte gerade, das hat aber ein bisschen mehr Schaden als sonst gemacht. Ich wollte ja nur gucken, ob ich hier noch was lesen kann. Hier. Okay. Na gut. Ich gucke mir das nochmal an, würde ich sagen. Dark Swamp, okay. Ich könnte auch mal wieder... Warum kriege ich eigentlich kein XP mehr auf Palui? Habe ich den XP-Teiler nicht mehr ab? Warum ist der aus? Okay. Jetzt ist er wieder an. Interessant. Gibt es hier noch irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe? Ach nein, Wasser. Okay. Sehr gut. Na toll. Da habe ich aber nicht das richtige Pokémon für vorne. Nee, nee, so läuft das nicht. Was ist das da links eigentlich? Psyfisch. Und ein Vaimena. Stimmt, es ist noch kein Mighty Lord. Es wird mal eines Tages ein Mighty Lord. Ich werde es definitiv nicht fangen. Ich möchte kein Mighty Lord besitzen. Nein, danke, Mighty Lord. Ah, nee, ich wollte... Hä, warum ist denn das da drauf? Das wollte ich nicht. So. Jetzt.
Reicht das für einen One-Hit? Das wäre schon schön. Das würde mich freuen. Ja, reicht. Sehr schön. Nee, lern das einfach nicht. Psyfisch. Yay, Psyfisch. Ich muss Baloo. Ich könnte Baloo jetzt einfach mal entwickeln, finde ich. Oder? Ich meine, der ist jetzt Level 15, bevor hier irgendwas mit Zekrom kommt. Ist es vielleicht sinnvoll, den hier. Weil die leveln hier ja mega schnell, ne? Wie funktioniert. Was ist das? Was bedeuten die Farben? Weil das sind ja überall andere Farben in dem Raum. Es muss ja, es kann ja nicht so schwer sein, oder? Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Das ist halt echt fies. Oh, warum bin ich denn jetzt? Ist das da links Psycho? Wow, das hat gut Schaden gemacht. An dem Stitchy. Stitchy macht gar keinen Schaden. Vielen Dank, dass du das jetzt auch angreifst. Dann kriegen wir das vielleicht nächste Runde down. Nein, nein, nein. Oh. Tschüss, Stitchy. Warum schickst du das nicht von Anfang an rein? Nein, jetzt habe ich das falsch angegriffen. Oh, warum springt das zurück? Fies. Das wusste ich nicht. Oh, das greift beide an. Cool. Rasierblatt ist cool. Ich bin schon gespannt, wie sich Baloo entwickelt, ehrlich gesagt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Vor allem, mit was wird das dann? Mit, also im anderen Teil war es so, dass zum Beispiel der Feuerstarter eben mit Flamara war. Das heißt, meins wird hier mit Aquana wahrscheinlich, oder? Am Ende fusioniert sein. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich meine, die Farben. Weiß ich nicht, was. Ich weiß nicht, was die darstellen können. Das ist gemein, ich müsste das jetzt livestreamen. Da könnte mir jemand dabei helfen. Das ist echt schwierig. Valvana. Nein, Valmena. Valvana. Valvana ist was anderes. Das ist mit Canivana fusioniert. Stimmt, Valvana gibt es ja auch noch. Sehr verwirrend. Sie sehen sehr fröhlich aus, Valmena. Aber die wissen wahrscheinlich noch nicht, wie sie als entwickelter Mighty Lord aussehen. Aber wie ihr seht, haben die ganzen Fusionen hier Entwicklung. Das heißt, man kann hier jetzt auch die Fusionen endlich entwickeln. Nicht so wie im letzten Teil, wo man ja nur ein paar Fusionen entwickeln konnte. Finde ich schon sehr cool. Das Rätsel fand ich jetzt übrigens auch sehr kreativ. Und das, dass ich nicht verstehe, finde ich auch kreativ. Sehr kreativ. Es ist sehr effektiv. Ich will eigentlich nur Baloo noch ein Level hochbringen, dass wir den diese Folge vielleicht noch entwickeln können. Das wäre schon cool. Warum auch immer mein XP-Teiler aus war und Roselia nur XP gekriegt hat, das war schon fies. Die Farben sind ja nicht durch Zufall. Vielleicht irgendwelche Pokémon-Typen. Aber das bringt mir auch nichts, Pokémon-Typen. Vielleicht die Typen, die es hier gibt. Das sind Wasser und Unlicht anscheinend. Das links ist schon sehr cool. Vielleicht versuchen wir das ja mal zu fangen, würde ich sagen. Das linke gefällt mir nicht. Aber wobei, ich habe ja eigentlich schon. Ich habe ja schon Wasser-Pokémon, gemein. Aber es sieht halt mega gut aus, eigentlich. Autsch. Nicht Autsch. Fies. Fies ist das von dir. So. Das dürfte ein One-Hit sein. Ist es auch? Das linke sieht halt mega cool aus. Ich weiß halt. Es ist halt echt schwierig. Ich würde es einerseits natürlich gerne fangen, aber andererseits habe ich schon ein Wasser-Pokémon. Deswegen lohnt sich das eigentlich nicht. Aber das Design ist sehr schön von ihm.
das muss man mal sagen. Das Design ist mega gut. Sieht echt cool aus. Das ist leider ein One-Hit, okay. Wenn nicht, hätte ich es versucht zu fangen, aber so geht das leider nicht. XP und Level Up, auch für Baloui. Magische Blätter. Magische Blätter. Ich mag eigentlich die Feenattacke ganz gut. So, magische Blätter. Auch wenn ich das traurig finde, aber... Ich weiß nicht, was diese Dinger... Ich probiere das jetzt mal aus. Vielleicht muss man ja die Typen anhauen, die hier drin sind. Vielleicht. Was ist hier denn? Das wäre dann Wasser, Psycho und Unlicht. Nein. Und was sind das? Das ist dann Wasser, Käfer, Psycho, Kampf, Gestein und Unlicht. Und jetzt? Wasser. Ich drücke Wasser. Keine Ahnung. Wasser besiegt Gestein und Gestein besiegt Käfer und Käfer. Psycho. Und Psychokampf und Kampfunlicht. Das passt auch noch. Nee. Oh. Das war kein ernst gemeinter. Okay. Ich habe die Rätsel verstanden. Okay. Das heißt, ich muss die Pokémon-Typen nach Effektivität gegeneinander ausprobieren. Ist das ätzend. Okay. Na super. Na, das ist ja, das wird ja richtig viel Spaß machen hier. Ich freue mich. Es regnet. Wusstet ihr, dass es regnet? Boah, hier gibt's aber nur blöde Pokémon. Warum habe ich Rosana nicht vorne? Rosana, Roselia. Ich bin verwirrt. Die heißen aber auch gleich. Stitchy ist schon wieder fast tot. Ich habe keine Lust gegen Valmena zu kämpfen, aber vor denen kann man immer nicht fliehen. Das ist halt richtig kacke. Oh Mann. So, aber Roselia kann das ja one-hitten. Es regnet immer noch. Oh, das Rätsel. Ich habe da den ganzen Tag gestern drüber nachgedacht, wie diese blöden Drückrätsel funktionieren könnten, ne? Okay, also, sie repräsentieren die Typen, aber das hatte ich mir schon fast gedacht. Und ich dachte zuerst, man müsse halt die auslösen, die in der Gegend vorkommen. Aber anscheinend muss man die... irgendwie in der Reihenfolge, wie sie sich gegenseitig besiegen, auslösen. Keine Ahnung. Sehr interessant, sehr kreativ, sehr fies. Vor allem fies. So. Leute, ich würde aber sagen... Nee. Wir machen noch einen Raum. Das würde ich sagen. Ich setze mal dich nach vorne. Wir gucken uns mal den nächsten Raum an. Oh, es ist dunkel. Warum ist es dunkel? Habe ich nicht Blitz eingesetzt? Setz mal Blitz ein. So. Wo ist es denn? Hier. Hier, das sind wieder Typen. Was ist das? Pflanze, Käfer. Das ist orange. Kampf? Aber das ist Kampf, oder nicht? Nein, das ist Gestein und das ist Kampf. Und das ist normal und das ist Eis höchstwahrscheinlich, oder? Oder? So, und ich würde sagen, im anderen habe ich mit Wasser angefangen, dann fange ich hier mit Eis an. Oder? Und Eis besiegt Pflanze. Oder?
Ha. Was ist denn das? Aber Kampf. Ist das Boden und Gestein? Leute, das ist verwirrend. Pflanze ein bisschen Boden. Oder ist das Kampf und das besiegt normal? Ist das überhaupt normal oder ist das Stahl? Oh, keine Ahnung. Das verwirrt mich. Das und das. War nicht richtig, okay. Na gut. Ich hasse Rätsel. Eis besiegt. Ist das hier Pflanze und das Käfer? Die Farben sind aber auch so ähnlich. Ich glaube aber, das ist eher Pflanze und das helle daneben ist Käfer. Oh, ist das verwirrend, Leute. Dann ist das hier vielleicht Boden. Das hier ist Stahl. Das ist Gestein und das ist Käfer. Okay. Das hätten wir auch gelöst. Was ist das hier hinten? Okay. Ach, das sind die Evoli-Entwicklungssteine. Okay. Interessant. Oh, es ist schon wieder dunkel wie die Nacht. Warum funktioniert denn das nicht? Mal Licht an. Licht an. Ah, nein, lass mich in Ruhe. So, nächster Raum. Was haben wir hier? Oh, da habe ich schon welche gedrückt. Die machen wir erstmal weg. Was ist das für eine Gegend? Aha, ich denke, diese Knöpfe repräsentieren verschiedene Typen. Ah! Oh! Ich hätte das einfach drücken müssen und die Troller hätte mir das gesagt, oder wie? Ist das ein Witz? Jetzt musste ich da selber drauf kommen. Dawn. Nicht hilfreich. Das war ja gemein. Ah, oh Mann, das war ja fies. Leute, ich würde aber sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Die nächsten zwei Rätsel mache ich morgen. Bis dahin, macht es gut und tschüss.